Recht herzlich willkommen zu einer zweiten Folge eines nötigen Notnagels. Ja, wenn wir hier rausgucken, sehen wir unsere schöne Landschaft, die wir hier haben. Auf der anderen Seite auch. Ja, Notnagel läuft nicht, klappt gerade nicht. Und ja, das ist das, was ich euch dann zeige, nämlich meine Kathedrale, die ich schon weitergebaut habe. Ist nicht noch nicht ganz fertig, aber ich bin auf gutem Weg schon. Mal schauen, wie sie wird. Ich zeige sie euch mal näher. Ja, komm, lauf runter. Da ist er. Gut. Und ja, dann könnt ihr sehen, ich habe schon mal ein Stück Brücke angefangen. Die ist hier vor. Die geht dann auch später ganz rüber. Richtig mit Seiten und sowas gebaut. Hier imposant die Front zu sehen. Oben kann man rein, unten kann man rein. Ne? Ja, dann ist da oben das runde Flügeltor auf der Flügeltor, Fenster. Auf rechts und links noch zwei hohe Fenster. Dieses ist noch nicht ganz fertig, muss ich noch weiter dran arbeiten. Da fehlt noch Glas. Gehen wir mal oben rein. So, dann haben wir hier einen flinken Flügel. Da sieht man oben schön die Wölbungen. Hier vorne ist es noch im Bau, da fehlt es noch. Gehen wir dann rüber auf den rechten Flügel. Hier noch so, ne, kann man schön sehen. Hier ist die andere Seite, die ist dann schon hier vorne weiter. Ne, da ist es schon zu. Gehen wir dann mal runter. Ne, oder den Blick in der Mitte. Ist ja auch schön, ne? Hier so sieht man das. Okay. Die untere Etage geht dann hier seitlich hier rein. Ja, da ist dann der Hauptbereich hier. Links Stühle und Tische und Bänke müssen da wahrscheinlich noch hin, da auch. Hier habe ich schon so ein Kreuz reingemacht. Hier sieht man noch die Bauabschnitte, die da noch fehlen. Hier vorne links, oh, es wird draußen dunkel. Hier ist der Altar, habe ich schon. Da die Rückseite kommt noch ein Fenster rein. Bin ich auch noch nicht ganz fertig. Ja, und dann muss da oben noch ein Turm hin. Der Glockenturm in Anführungsstrichen. Ja, müssen wir mal gucken. Hier habe ich noch so ein kleines Kämmerlein. Das wird später natürlich wegkommen. Ne? Das ist jetzt nur für die Nacht. Ne? Da kann man kurz mal einmal schlafen, sich legen und dann weiter geht's mit der Bauerei. Ne? Gut, da ist die Nacht auch schon rum. Dann ist es einfacher. Ja, das ist meine Kathedrale, die ich baue. Ne? Guck, hier, da hatte ich schon letztes Mal gesagt, ist ja der Dingens. Wie heißt es? Der Steinbruch hier. Ich zeige mal gerade die Kathedrale von dieser Seite. Da werde ich wahrscheinlich auch noch den den Berg von dieser Seite abtragen müssen. Damit die auch besser kommt. Ne? Das ist aber irgendwie mal dann irgendwann. Ne? Das Fenster ist auch noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Gehen wir hier hoch. Ja, ich habe erst so eine kleine Kathedrale gedacht, ne, und dann wurde die immer größer und größer und dann war sie schon hier am Baum dran, ne, am Baum, meine Güte, schon wieder Baum, Berg natürlich dran, ne, hier einmal rumgehen, da sieht man das hinten, das Fenster, das muss noch richtig eingefasst werden, das ist auch noch nicht passend, da muss ich nochmal dran, ne, ja, und hier sieht man die Seite von dort, nochmal einmal rüber, hier, ist das ganze Ausmaß von der Seite zu sehen dann. Ja, hier sieht man vorne, wo die Dingens, sag schon, die Kerze hier dran ist, da kommen auch noch so ja, Stützsäulen hoch von außen, wie es hier vorne an der Ecke auch ist, ne? Kann man das hier sehen? Ja, sieht man hier so, ne? Wenn ich da nochmal hingehe, dann sieht man das hier so, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das hier die passende Höhe schon hat oder ob ich es noch mehr mache. Wie das Dach aussieht, weiß ich auch noch nicht so ganz. Müssen wir auch mal gucken. Das werde ich mir auch noch einen Gedanken drum machen müssen. Ne? Kann ich hier eigentlich hoch und dann da drauf? Dann ja, ich glaube, es müsste gehen, dass ich hier hoch kann und euch das Gebilde auch von oben zeigen kann. Ne? Geht das? Ja. Oben ist es natürlich noch relativ flach. Ist klar. Flach, sage ich schon. Auch gewölbt. Ich habe dann versucht, halt das passend hinzukriegen. Ist ja gar nicht mal so leicht, diese Baukunst, ne? So, jetzt gehe ich mal auf einer der oberen Fensterscheiben, die hier Glassteine sind das ja drinne. Und dann sieht man hier, die Wölbung von innen ist hier natürlich umgekehrt nach unten rein, die von innen das Gegenteil ist, ne? Ja, das ist hier vorne. Da kann man reingucken. Und hier ist es dann, das ist die das Hauptschiff von der Kirche unten drinne, ne? Ja. So ist das. Was ich mit Dach mache, weiß ich noch nicht, ob es so bleibt. Vielleicht bleibt es auch so. Muss ich mir mal noch genau überlegen. Gut.
Ups, da habe ich mich vergetan. Ah, komme ich da auch runter? Da komme ich auch runter, ne? Ja. Gut, okay. Ja, das ist schon eine Sache, wo man sorgsam einen Stein hinsetzen muss. Oh, hier geht's jetzt nicht direkt runter, oder wie? Okay, das hat noch geklappt. Ja. Da muss man halt aufpassen, ne? Sieht ganz schick aus, denke ich. Ne? Viel Platz drinne. Gucken, wie ich da noch weitermache. Gehen wir gerade noch in den Steinbruch, und dann kann ich ja nochmal gerade zeigen. Da ist ja, sag schon, nur abgebaut, aber mal, damit ihr seht, wie es da ist, wie viel Steine man doch da hier schon aushöhlt. Ne? Ich mache nur die Steine weg, der Berg ist dann hohl im Endeffekt. Jetzt bin ich runtergefallen, glaube ich, und dann sieht man das schon hier, da ist auch Kohle, die ich nur abbauen kann, und oh, Creeper auch noch. Ja, komm, dann, damit es ein bisschen Action im Spiel gibt, ne, bist du dran, ne? So, das war's, ne, mein Freund. Wieso ist hier einer drin? Hier ist doch überall ausgeleuchtet eigentlich. Ja, hier sind noch Kiessteine, ne? Wie man sieht, der ist vielleicht hier hinten irgendwo drin gewesen. Ja, das könnte sein. Weiß jetzt auch gar nicht, ob ich noch Fackeln... Doch, da ist ja eine Fackel. Jetzt essen wir erstmal gerade ein Brot. Und dann haben wir hier mal gerade noch eine Fackel hinhängen irgendwo. Wenn wir ein bisschen Licht haben, ne? So. Sollte nicht unbedingt hier noch einer entstehen, oder? Komm, machen wir da auch noch eine hin. Und, guck mal, da in diesen Zügen wird es wahrscheinlich auch noch sein, dass da auch noch einer kommen kann dann. Oh, hier hinten ist Wasser. Ja, ist dann schwierig, ne, dass man das alles so richtig aushöhlt, und da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt und so, ne? Ja, hier hatte ich nochmal eine Werkbank und eine Kiste hingestellt. Ich weiß gar nicht, was in der Kiste drin ist, aber allerlei Zeug, was man nicht unbedingt braucht, ne? Ja, das ist es, ne? Habe ich euch gezeigt. Hier geht's wahrscheinlich auch runter, oder? Ja, aber das ist, glaube ich, eine Sackgasse irgendwie, war das so, oder? Ja, da habe ich auch einen Riesenberg sozusagen, den ich da abbauen kann. Ja. So, jetzt komme ich auch wahrscheinlich ganz runter, oder? Aber ich weiß gar nicht mehr dann, wo ich bin. Irgendwie an der falschen Ecke oder sowas, ne? Hier ist ja schluchtig hinter. Gut, dass da kein Loch war, wo ich reinfallen konnte, ne? Ne, wo ich jetzt hier bin, das ist nämlich schon wieder dann, keine Ahnung, ne? Irgendwo höre ich ein Schweinchen. Und ja, wie man sieht, ist dann schon wieder schwierig, wo ich hier rauskomme. Ja, jetzt bin ich irgendwo hinten, ne? Das hat nicht so gut geklappt. Da geht's rein. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir uns noch fast verlaufen. Hier ist Sand. Da oben ist noch Kohle gewesen. Ja, das ist die Rückseite von diesem Berg, ne? Und hier läuft's Wasser runter. Da unten rein. Okay. Jetzt müsste ich gleich aber rechts rum irgendwie sein, und dann müsste da eigentlich unsere Kapelle, unsere Kathedrale nachher wieder stehen, ne? Oder? Oh, da war ein Bogenschütze, habe ich gesehen. Oh. Ja, das war jetzt total die Orientierung verloren, ne? Immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier rüber, und dann müsste es rechts sein. Aber ob dem so ist, ich weiß es nicht. Sollte man ein paar Schilder machen? Oh, hier ist ja ein Riesenkrater noch drin. Ne? Jetzt müsste doch hier rechts die Kathedrale liegen, oder? Ja, da ist er. Jo, einmal um den Berg, ne? Oder wie ist das? Jo. Schwieriges Geländer. Okay. Ja,
Aber dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in den anderen Folgen. Ich hoffe, dass nächste Woche wieder wenigstens ein Notnagel kommt oder dass wir mit Aprisus zusammen wieder was machen können, beziehungsweise vielleicht können wir auch den Retourbesuch bei Damakasch dann mal machen, den wir ja auch vorhaben. Okay. Bis dann. Tschüss.